Ja, willkommen hier bei ArcAge. Wieder zurück, meinen wir. Wissen gar nicht, ob wir in der letzten Folge gesagt haben. Falls nicht, wünschen wir euch ein gesundes neues Jahr. Ja, wir haben... Man kann es ja mal ein bisschen spoilern. Wir haben heute den ersten. Und nehmen heute die Folge auf jeden Fall auf für den... Vierten. Vierten. Ja. Die nächsten Tage wird es etwas eng, von daher müssen wir etwas vorgreifen. So, wir sind ja hier in der Stadt der Türme gewesen. Hübsch. Ein kleiner Rundumblick. Hübsch. Nicht wundern, Chris wird gleich mal kurz sein Lager ausleeren. Ja, wir hatten gerade geguckt, ja, mein Inventar ist wieder mal rappelvoll. Und meins ist wunderschön leer. Das heißt, ich brauche mal irgendwo auf jeden Fall ein Lagerhausverwalter und ein Krämer, Krämerin, wie auch immer. Hey. Gut. Ach Chris, ja? Geh mal auf den Kalender auf diese 8. Auf die 8? Mach mal Anmeldung tracken. Weil dadurch bekommst du auch am nächsten vierten Tag, wenn du diesen Monat das vierte Mal online bist, bekommst du Guild der Sterne. Und aha. So kann man Guild der Sterne und dem Erfolgsorden verdienen gleichzeitig. Und gleichzeitig ein bisschen später verkaufen. Also ihr merkt, Leo beschäftigt sich ein wenig mehr mit ArcAge. Das ist gut. So hast du wenigstens einen kleinen Helfer. Ich bin Terminplan, weiß gar nicht, was hier überhaupt ist. Man müsste sich allgemein mal wirklich ein bisschen mehr mit ArcAge beschäftigen. Also sind wir mal jetzt ehrlich. Aber na gut. Wie soll man mal HDW beschützen und Verbraucherarbeitspunkte? Wie soll ich alle Arbeitspunkte verbrauchen? Ja, liebe Akkas, Farmen und wie auch immer. Gut, ich gehe mal kurz hier hinten in die Bibliothek rein. Warte, ich komm mit. Und ich bin auch schneller. Wir sind hier falsch. Bibliothekär Karin. Hier gibt es nichts. Kann man hier überhaupt mit der sprechen? Nee. Hatten wir nicht schon mal die Dame gehabt mit zwei Hörnern? Keine Ahnung, ich glaube schon. Aber ist ein schönes Gebäude hier. Aber Chris, wir wollten ins Lagerhaus. Kann man hochgucken? Kann man rundherum laufen? Da geht es wahrscheinlich noch weiter. Hallo! Moment, das gucken wir nach oben. Guck mal, hier ist Juni. Juni? Das heißt, Frage ist, wo ist Dezember? Entschuldigung, wir haben ja Januar. Ah, jetzt fängt das wieder an. Jetzt müssen wir wieder üben, 2017 zu schreiben. Na. Das kann ja was werden, die Chris, nächsten Tage. Warte, warte. Ja, jetzt. Geh mal nochmal zur Treppe kurz. Aber unten bei der Treppe bleiben. Jawohl. So stehen bleiben. Jetzt umdrehen. Jetzt umdrehen. Und nach oben gucken. Und nach oben gucken. Huch, da bist du ja schon. Warte. Hallo. Hallo. Ah. Warum hat meiner denn hier auf einmal rumgealbert? Vielleicht weil er gespürt hatte, dass meine Aura kommt. Was habe ich für ein hübsches Schwert? Ach Chris, weißt du, was ich hier herausgefunden habe bei einem anderen Spiel? Nein. Es könnte sein, dass sehr viele das nicht kennen. Ist auch nicht gerade das beliebteste oder bekannteste Spiel. Das heißt Fiesta Online. Und das finde ich, was ArcAge hinzufügen sollte. In Fiesta, da kann man nämlich einen anderen Spieler heiraten. Das finde ich einfach geil. Daraufhin mache ich einfach mal die Lampe an. Was heißt dir, daraufhin machst du die Lampe an? Aber das ist das, was ich am liebsten hier so haben würde. Heiraten, das ist einfach besser. Ich mache zwar an und aus, sehe aber keinen Unterschied. Ach doch, jetzt ist etwas heller. Gut. Stattdessen kann man hier... Wir gehen mal... Was sagt uns die Uhr? Tick-Tack, die geht gar nicht. Die ist kaputt. Chris, du sollst ja nicht mit der Uhr spielen. It's a broken clock. It's clockwise. It's clockwise. So, gut, das heißt, wir müssen jetzt erstmal gehen hier zu unserem Brief abschließen, den Brief von Chetin. Wollten wir nicht erstmal ins Lagerhaus, verdammt nochmal. Achso, ja, haben wir überhaupt eins? Wir müssen mal in die Karte gucken. Ja, du weißt, die Karte zeigt uns viel. Und zwar... Händler? Das ist mein Bild hier, Schlagerlack. Anscheinend soll hier einer sein und da. Was macht denn mein Bild hier im Hintergrund? Es wackelt. Ist ein Wackeldackel? Ein Wackeldackel, genau. Also einfach mal die... Warum wackelt das Bild? Das kann ja auch sein, dass nur wir sehen und in der Aufnahme dann nicht. Wir stoßen auch nicht gegen den Computer. Also wir gehen einfach mal die Straße entlang und hoffen, dass da einer kommt. Ist ja faszinierend, es wackelt hier. Ja. Willst du zufällig aufsteigen?
Achso, nein, ich kann aber auf meine aufsteigen, wa? Welches Level ist denn dein Köter? Hm? Fifi ist 18. Ich bin 16. Meiner ist noch jünger als dein. Lass ach, uns durch. Ach, machen wir hier wieder ein Wettrennen? Nein, weil ich weiß ja nicht, wo ich. Ach, stimmt, hier waren wir schon mal gewesen, wo wir uns in die Sackgasse bewegt haben. Stimmt, da waren wir dann. Hier. Wir müssen nach rechts, wa? Rechts. Glaube ich jedenfalls. Soll ich dir was sagen? Ich gehe baden. Was? Ich bin baden. Hä? Wo bist du denn? Hat der was gesagt? Oder der? Chris? Ich glaube, ich bin baden. Was machst du denn da im Wasser? Ich weiß, nass werden. Wachposten? Na, zum Glück. Ja, schon im Briefkasten, aber schon mal hier. Lagerhausverwalter. Sehr, sehr stimmt, schön. Ich war hier. Genau. Also mein selbst mein Lagerhaus Chris, ist mehr wie voll. Chris, ja? Du weißt ja, mein ist leer, aber dafür ist mein Lagerhaus voll. Achso, na mein Lagerhaus ist auch voll. Wir müssen echt hier mal aufräumen. Also ich weiß schon mittlerweile gar nicht mehr, was man hier verbinden soll. Was habe ich denn jetzt hier eingefunden? Was verbrauchen, was verkaufen. Also mein Pfiffi mal gerade spontan auf Level 20 machen. Ob ich dein Pfiffi auf. Nein, wüsste auch nicht wie. Schade. Finde ich auch. Was jetzt ist der? Wir haben hier die Truhe mit Lederutensilien der standhaften Königin. Wie viel Gold hey, die, insgesamt hast du? 21 Gold. Hast du auch irgendwas im Lager oder nicht? Ah, Gold nicht, ne. Hätte ja sein können. Glaube ich nicht. Was habe ich denn was im Lager? Nee, hast du nicht, aber du kannst ja dein Gold sichern. Warum geht eigentlich immer mein Lager weg? Ich bewege mich. Das ist bei mir relativ selten. Ja, bei mir auch. Dass ich mich bewege. Gut, ich würde zwar gerne mehr aussortieren, aber Jenseitssteine, die brauchen wir ja fürs Teleportieren. Jenseitsstein, gebundener Jenseitsstein. Welchen braucht man eigentlich? Ach, Schriftrolle Teleportation brauchen wir nicht. Ah, den können wir hier mal. Den normalen könnte man verkaufen, den normalen Seelenstein, oder? Ich kann es dir nicht genau sagen. Spitzes Horn. Hier steht auch überall immer Questgegenstand. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich Questgegenstand ist. Questgegenstände kann man eh nicht verkaufen. Ach, zu guter Brot haben wir auch noch hier. Ja, das habe ich auch noch. Ich lasse es erstmal. Es bringt nichts. Aber ich merke, ich habe mein Skateboard nicht mehr. Ja. Eine Bürgerin. Eine laszive Bürgerin. Geht hier auf und ab. Chris? Hallo, Baby. Hey! So, haben wir hier noch irgendwo. Fifi. Haben wir hier noch irgendwo eine Verkäuferin? Oder einen Verkäufer? Wache, Bürgerin. Hier haben wir. Achso, hier haben wir ja. Können wir uns mal einschreiben? Stimmt. Bevor wir uns wieder selbst anmeckern, dass wir es nicht gemacht haben. Genau, wir sollten versuchen, überall, wo wir diese schönen Teleportationsbücher haben, uns auch einzuschreiben. So, jetzt möchte ich noch ein, zwei Sachen verkaufen. Und wo ist eine Krämerin? Wollen wir auf die Mappe gehen? Eine Krämerin? Wir können auch hier einen anderen Laden nehmen. Lagerhausverwalter, Briefkasten. Und Chris, soll ich dir mal was sagen? Was denn? Mach mal kurz weg. Schau mal zu mir. Schau mal zu dir, wo bist du? Andere Seite, umdrehen, umdrehen, umdrehen. Ja, umdrehen. Da, ja, sehe. Einfach mir folgen. Einfach dir folgen, hört sich gut an. Komm mal her, Pfiffi. Ab drauf. Hello, aber. Wo bist du denn? Oh, hier unten sieht aber aus. Stimmt. Nochmal Lagerhausverwalter. Saphira-Mönch. Achso, sind wir ja genau, sind wir, wenn wir hier Nutztierhändler. Nutztiere habe ich auch. Die müssen genau. Wir auch mal aufziehen. Händler für Handwerksabzeichen. Samenhändler. Zimmereihändler. Schmied, Rüstungshändler, Waffenhändler. Krämerin. Leo-Händler, hm? Hallo, ich möchte gerne was verkaufen. Ja, und zwar einmal hier die Waffe, bitte. Und ich möchte was verkaufen. Wir haben ein bisschen viele Lebensmittel.
Eine vom Chefkorb hergestellte Spezialität aus Meeresfrüchten ist die Meeresfrüchte-Spezialitäten. Das kannst du nicht verkaufen. Fischbällchen. Ich habe keine Ahnung, ob das Sinn macht oder nicht Sinn macht, was zu verkaufen. Ja, dadurch versehen wir. Wir haben hier Gewürz, Iris-Gewürz. Iris. Iris. Wir verkaufen mal Iris, weil ich habe keine Ahnung. Darf ich den in den beißen? Nein, auch nicht mit Iris. Nicht mit Iris? Nein. Was sagt der Löwe dazu? Robuster Insektenpanzer haben wir auch hier. Nicht handelbar. Was soll man sonst mit einem Insektenpanzer machen? Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. So, Fleischbällchen werden auch verkauft. So, Ende aus, basta. Ja, haben wir wenigstens ein bisschen Platz. Nicht viel, aber ein bisschen. So, dann wollen wir uns mal dem Quest... Der Quest... Also wir sind schon wieder fast 10 Minuten hier. Wir sind schon 10 Minuten wieder am Palavern. Und haben noch nichts geschafft. Wie immer. Ja, wir sind wirklich nicht die Schnellsten. Also wir sollten mal losgehen. Was machen wir zuerst? Brief von Chetin? Ja. Gut. Die Richtung und ab geht's. Ich finde es immer noch schön hier oben mit den ganzen Tüchern, die hier sind. Ja, finde ich ja auch erstaunlich. Also ich muss mir echt mit dem Innenarchitekt drehen. Das sieht schön aus hier. Also die Stadt der Türme, muss ich sagen, ist eine hübsche Stadt. Wie würdest du das in unserer Wohnung finden? Wäre doch die perfekte Sache für unsere Wohnung. Ja, uns fehlt ein bisschen der Platz dafür, würde ich sagen. Oder? Stimmt. Wegen Weihnachtszeug und bla bla bla. Ja, um so ein 20. Ja, das passiert man, wenn man sich auf die Richtung einlässt. Rechts abbiegen! Ja, rechts abbiegen. Da müssen wir lang. Da und dann nach dem Haus links. Jetzt gleich links oder ein weiter? Hier links. Ein weiter. Ein weiter und dann links. Soll ich dir mal was sagen? Nee, ich bin schneller. Wir haben schon wieder die beiden Bilder nebeneinander und es ist wieder herrlich. Laut Leos Bild ist sie vor mir. Ha, siehst du? Achso, jetzt ist es auch so. So, haben wir eigentlich eine Daily Quest gehabt, über die wir jetzt gar nicht geguckt hatten? Keine Ahnung. Ah! Verlauf dich noch nicht, hier ist eine Daily Quest! Da ist eine, siehst du. Ja, ich habe keine Stimme mehr. La, 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 la. Bezwinge Gegner des Typs Riesenbienenschwamm. Wird einfach nur gehalten. Achso, weil gerade weil es eine Daily ist, sag ich jetzt mal, haben wir sie immer wieder. Ach, 8 Viecher? Ach, oh, nicht schon wieder 8. Doch, immer wieder 8. Immer wieder 8. Kommt die Erinnerung. Immer wieder 8. So. Einmal. Achso, Würfeln könnte man sich ja wieder mal merken, wa? Was ich dir erzählt hatte? Genau. Komm doch mal hier. Mal wieder Frühling, bla 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 bla. Hallo! Oh, du bist aber ein etwas größeres Vieh, wa? Oh, immer schön auch hier. Immer schön auf die Nudel. Immer dabei beachten, dass unser Pfiffi nicht irgendwie... Ach, ich habe was gemerkt. Das ist die Bienenkönigin und das sind die Riesenhonigbienen. Die normalen hier. Ach so. Okay, wenn du sagst. Habe ich gerade eben gelesen. Wo ich das gerade markiert? Und jetzt mache ich auch eine Bienenkönigin. Du bist auch gerade hier? So, wir haben schon 5 Stück zusammen. Das heißt, wir brauchen nicht mehr viel. Dann sind wir fertig soweit. Rombo-Kombo. Puff, puff. So, wir haben 7 von 8. Eine müssen wir noch. Wo bist du denn? Hier. So. Komm, wir haben immer noch da, oder? Wen nehmen wir? Nehmen wir die da hinten. Die hier, wa? Moment, wo bist du? Ach, die meinst du. Komm mal her. Pop, 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 hat sie gemacht.
Gut, ab wieder auf Pfiffi und ab zur nächsten Sache. Sollte noch mal auf die Daily kommen von wegen Bienen, lassen wir es fallen. Auf jeden Fall, ich habe keine Lust auf diese. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile schon diese Quest 3 oder 4 Mal gemacht. Chris, wo bist du? Ich ein bisschen mit Aram vorbei. Ach, hier haben wir noch den Esel gehabt. Achso, ja, die haben wir auch schon Esel, fertig. Esel? Lass doch mal den Esel eseln. Ich werde gerade gejagt, Chris. Hilfe. Von der Bienenkönigin? Ah. Von einer riesen Honigbiene. Wo bist du denn? Na, komm runter. 800 Meter von unserem Ziel entfernt. Genau, komm mal auf den Weg. Komm auf den Weg. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Hier ist Jeta. Jeta ist hier. Jeta. Wo bin ich? Du bist parallel von mir. Hey Chris. Ist ja interessant, Leo ist gerade in der Höhe, die geht hier gerade durch den Berg durch. Ist ja faszinierend. Abkürzung erkundet. Chris, komm her, dann bekommst du einen Erfolg. Sehr schön. Wie soll ich da hinkommen? Wenn ich wüsste, muss ich um den ganzen Berg rum. Wenn ich wüsste, wie ich hierher gekommen bin. Jetzt hast du den Erfolg, jetzt links bei dir. Autsch. Nein, mein Löwe ist betäubt. Mann, verdammt. Eigentlich müsstest du von da kommen. Warte, Chris, ja, es könnte passen, es könnte passen. Ich habe hier auch noch ein paar Quests. Ich gucke. Sieht gut aus. Rinia, ich konnte die Schmugglerware von den Wildfängern erbeuten, aber sie sind zum Gegenangriff übergegangen und haben mir wieder abgenommen. Ich habe viel Blut verloren und bin zu schwach, um sie wieder zu bekämpfen. Könntest du sie für uns verfolgen? Ja, machen wir doch. Und wir kriegen dafür sogar Tränke. Oh, wir haben ja so wenig davon. Verkauf die! Wieder. Ja, wollte ich sagen. Viele aus meiner Gruppe sind den Wildfängenschmugglern zum Opfer gefallen. Sieh dich vor, wenn du zur Kreuzung willst. Ich hätte allerdings auch nichts dagegen, wenn du einige von ihnen erledigen könntest. Und nochmal ein paar Getränke. So, und... Ach, da sind die Schmuggler. Immer wieder kommt ein neuer Frühling, immer wieder ein neuer März. Guck mal her. Guck mal her, mein Sohn Brutus. Nimm ich da einfach mal einen Schluck. Wenn wir schon mal so was Schönes haben, können wir einfach mal benutzen. Ich habe hier meine Getränke gar nicht drin, großartig, muss ich feststellen. Ich habe hier die Bücher drin. Ich muss mal ein bisschen... Oh, du bist ja hier voll dabei hier. Voll beim Action. Er fällt dir auf die Nase und ich hau einfach hinten auf. Ich bin auch ein Böser. Böse, wie immer. Was bin ich heute wieder böse? Ich hab ihn. Mario. Gummibäume. Oh, Gummibäume. Sammle Schmuggler ist gut. Meine Schmugglerware habe ich noch mal bei null. Da habe ich acht. Nee, jetzt habe ich 5. Oh, ich liebe Gummibäume. Ich liebe sie. Ist auch selten, dass man mal einen Baum findet, den man. Achso, sagt mir doch jemand, dass ich auf der verkehrten Taste rumäume hier. So, wollen wir den Getränk nehmen? Gesundheitsmanagement hört sich gut an. Irgendwie muss ich bei dir schon. Irgendwie habe ich wieder zu viel schluckt. Komm du mal her, komm mal her. Wiederum achte ich ja mehr auf meine Umgebung. Und du achtest ja immer mehr auf deine eigene. Ja. Wieso entspannst du? Kämpfe. Muss man wieder jetzt hier erstmal hier. Bevor ich sie dir wieder auf die Schmugglerware nehme, ich glaube, du bist ja fertig mit der, wa? Ja, nee, mir fehlt noch einer. Da kämpfen wir ein bisschen was. Und die haben die auch schon jetzt fertig. Kommt der hier an und passt mal auf, mein Freund, das hier ist mal Ende hier. Ich kann mir hier noch rein.
So. Und schon bin ich fertig. Ja, ich habe 3, jetzt habe ich 4. Einen brauche ich noch. Ich möchte eigentlich jetzt nicht kämpfen, bevor ich den nehme, was aber ich glaube. Will. Gummibäume, Chris, Bäume gejagt werden. Weiß gar nicht, wo du bist. Chris, warte, dreh dich um. Ja, Moment, ich muss bloß noch hier die Bäume kriegen hier. Kleiner Tipp, ich werde gerade verfolgt. Chris! Wo bist du denn? Ich bin gerade an dir vorbei. Da bist du. Steig auf, ich bring dich zu einem Gummibaum. Steig auf! Ja, wer drauf? Und wir rennen, Na, du ziehst hier auch die ja, ich Leute weiß. An. Steig ab! Jetzt darfst du die mal schnell abmachen. Ich führe die weg. Haha, wir machen einen Baum fällen. Er kippt. Nein, mein Baum. Meine Löwe ist tot. Wie hast du das geschafft? Die haben meinen Löwen getötet. Ich denke, du wolltest wegrennen. Wollte ich auch, dann haben die mich geschlagen. Jetzt werde ich schon wieder gejagt. Mann, bloß diesmal von einem Gorilla. Mann. Wir beenden die Sache mal hier. Das heißt, du musst zu Nui gehen. Und dein. Jetzt in der Rest hier ist keine Nui. Egal, dann nehme ich erstmal so lange einen Jatter. Komm mal her, du. So lange bin ich heute ein Jatterreiter. Die Mahadevi-Gorilla mal hier ein bisschen. Hallo! So. Oh. Gut, ich sehe gerade auf die Uhr. Wir müssen uns leider verabschieden. Manu, wieso geht das immer so schnell? Ja. Wir sehen uns dann aber beim nächsten Mal wieder und wie gesagt, dann werden wir eine kleine Nui-Tante finden, damit wir Leos Fifi wieder zum Leben erwecken können. Bis dann. Tschüss.